Aachen. Verdammter Mist, wo ist denn meine Ratsche? Hier ist sie. Jawohl, ja, auf geht's. Gib mal ein bisschen Gas für Vitality und den Face Clan. So, falls irgendwas mit dem Clean Feed nicht passt, Leute, Lautstärke zu leise, zu laut, ich zu leise, zu laut, sagt Bescheid, da können wir direkt dran arbeiten. Der Face Clan, der startet auf dem eigenen Map-Pick auf der T-Seite. Vitality hat sich hier für die CT-Seite entschieden und Vitality, die spielen erstmal einen Dreimann-B-Aufbau, aber auch ein Doppel-Setup an A. In der Mitte deckt man jetzt nur über kurz oder kriegt APK erstmal eine Schelle. Da sind die Kameras noch etwas falsch. Apex hat da einen Kill gemacht, APK ist durch die Nate noch geholt worden und starker zweiter Frag von Apex. Keine schlechte Verteidigung von den beiden A-Spielern von Vitality. So ist es ein 3 gegen 3. Für beide Seiten nicht unlösbar. Und da gibt es den nächsten Trade-Kill. Kerrigan zwar reingeschickt, Shox mit sauberem Aping von den Stairs und Ray noch mitgeholt. Und jetzt das One-on-One. Saivu gegen Coldzera. Zwei Veteranen. Coldzera schon mal der beste Spieler der Welt gewesen. Saivu hat das Ganze schon zweimal geschafft. Bei Coldzera bin ich mir gerade gar nicht sicher, wie oft er das erreicht hat. Könnte auch zweimal gewesen sein. Aber der muss erstmal zum Plan kommen. Das ist so einer der sichersten Plans. Er hat sich jetzt auch nicht zu viel Zeit gelassen. Saivu hatte mit der Granate nochmal verraten, auch wenn es eine Decoy ist, dass er ein bisschen an der Ticketbox stehen geblieben ist. Da kann er den Plant an der Stirnseite auf jeden Fall noch mitnehmen. Er kriegt noch einen Hit ab. 25 HP. Saivu hat keine Smoke, er hat keinen Defuse-Kit. Und er müsste ihn eigentlich angehen. Aber Coldzera predicted diesen Off-Angle von Saivu perfekt. Und so das 1:0 für den FaZe-Clan. Sehr, sehr krasser Fight, den wir da am A-Spot gesehen haben. Schlussendlich ist es ein 1 gegen 1, das über den Ausgang der Runde entscheidet. Ich würde nicht mal sagen, dass Aktionen vorher irgendwie, irgendwie entschieden haben. Man könnte vielleicht noch kritisieren, also wenn man wirklich ins Detail gehen möchte, ob musste Shox da jetzt wirklich oben drauf sitzen, hätte er sich nach seinem Frag nicht erstmal zurückziehen können, um herauszufinden, wo der letzte Spieler steht. Aber das ist wirklich Meckern auf hohem Niveau. Hier der FaZe Clan. Nachdem er eben kompakt an A rausgelaufen ist, verteilt sich zur Mitte, drei Mann vor A und sie contacten das Ganze. Kerrigan hat da schon mal die Action eingenommen. Und jetzt rotieren auch die beiden Mittelspieler zurück Richtung A-Spot. Sehr gute Taktik, die sie hier jetzt aber nicht spielen können. Wäre so normaler A-Execute gegen eine Eco. Wir sehen auch 4 Smokes noch im Gepäck bei Vitality, die den Force Buy spielen. Sich hier deutlich stärker auf den A-Spot konzentrieren. Es gibt eine Lampenflash, mit der man dann gut rausgehen konnte. Direkt auch schon der Molotov runter, APK muss das Ganze löschen. Twist hat währenddessen Apex hinten an der Ticketbox geholt. Saivu konnte mit der Deagle zwar jetzt einen mitnehmen, aber wenn er da weiter stehen geblieben wäre, wäre es wahrscheinlich vorbei gewesen. Und da kommt er gerade noch so in die Deckung an der Smoke. Coldzera macht da weiter, Shox auch down. Misuta von der Seite an der Ticketbox mit 2 Kills, die Bombe down. Und hätte er fast auch noch den Timing-Shot gegen Kerrigan rausgehauen, der sich auf die Box stellt. Über die Smoke drüber schauen kann und den letzten Kill der Runde macht. 2:0 für den FaZe Clan. Na, Vitality hat geforst, wird jetzt also erstmal sparen müssen und macht das, indem sie auf Deagles und P250 gehen. Auf der anderen Seite ein paar Frags, 3 an der Zahl, sind ja gegen den FaZe Clan der letzten Runde gefallen. Twist spielt nur die Deagle, MAC-10 bei Brokey und bei Coldzera sehen wir eine Galil. Die restlichen Spieler mit der AK. So, Shox auf Timing. Leider kein Glück gehabt. Hier ein Triple-A-Aufbau. In jede Runde verlagert sich das Spiel von Vitality ein bisschen mehr in Richtung A-Spot, ein bisschen mehr in Richtung Action, kann man schon fast sagen. Coldzera kassiert viel HP, als er da seinen Kontakt gegen Apex hat. Gewinnt aber das Duell und kann sich mit dem Molotov auch weit zurückziehen. Das Counterplay von Vitality ist, dass sie APK und nicht Misuta, APK und Saivu an der Action ein bisschen aggressiver reinschicken. Die sind sich aber noch nicht ganz sicher, bleiben lieber um die Action herum stehen, als komplett auszuschließen. Und der FaZe Clan möchte auch über den Connector hochgehen. Da hilft noch Shox am Jungle aus. Der wartet auf einen sauberen Kill. Gegen Rain hat er den geholt. Der zweite geht nicht rein. Saivu an der 5-7 konnte zwar noch einen machen, aber insgesamt eine saubere Runde vom FaZe Clan, auch nicht schlecht von Vitality. Mit 3 Kills im Force Buy, 2 in der Eco, halten sie das Geld vom FaZe Clan noch auf einem sehr niedrigen Niveau. Was sich natürlich bezahlt machen könnte, wenn die erste Buy-Round jetzt an Vitality geht. Und wir sehen Saivu auch schon an der AWP. Das ist die Waffe, die wir bei ihm sehen möchten. Und das, was ich auch sehen möchte, ist hier der Sub, der Twitch Prime Sub von Angel666 Virus. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Willkommen bei den 99ers. Vielen Dank für deinen Support. Sehr viel mehr Mitte-Kontrolle in dieser ersten Buy-Round vom FaZe Clan.
die auch keine SMGs mehr spielen, sondern komplett an den Rifles sind. Und es ist Shox, es ist sogar direkt die Doppel-AWP bei Vitality. Es fällt mir ja jetzt erst auf. Und es funktioniert vor allem von Anfang an mit diesem Opening gegen Rain. Apex, ah, da wird die Smoke gelobert. Kerrigan gewinnt dadurch das Duell. Das nutzen sie als Opening, um direkt Richtung B zu fahren. Misuta spielt da hinten die Ecke an der Bank aus. Und Shox ist rotiert. Geht er immer weiter rein. Der zweite Kill mit der AWP für ihn. Wir brauchen Saibu, wenn Shox so abdrücken kann. Aber Brokey kann ja auch die AWP spielen. Mollet jetzt erstmal vorne die Ecke. Misuta merkt natürlich, dass da nochmal Granaten investiert wurden. Aber denkt sich, ich ziehe einfach mal rum gegen Short. Ich glaube, da haben sie einen Doppelpeak draus gemacht. Beide Frags gegen die Kurzspieler gebracht. Und damit ist es Cold Zera. Als letzter Ball eben dagegen drei. Droppt seine Pistole, um den Drop zu faken. Schießt sich mit dem Frag gegen RPKs one-on-one, aber Saibu zielt ihn an. Und den holt er auch noch! Cold Zera an der Galil! Zur vierten Runde für den FaZe Clan. Und anstatt FaZe direkt in die Eco zu schicken, muss Vitality selbst nochmal den Sparstrumpf anziehen. Das ist natürlich bitter. Eine eigentlich gut ausgespielte Runde, die Cold Zera dann eiskalt dreht und für den FaZe Clan sichert. So, und da sehen wir nochmal, wie Kerrigan sich darüber freut. Zu Recht. Das war eine Runde, die eigentlich schon weg war. Fünfmal Deagles bei Vitality. Aber der erste Frag, der fällt durch die AK in der Mitte. Und gegen die Ekos baut Kerrigan anscheinend gerne Richtung den A-Spot auf. Das kann man hier auf jeden Fall erkennen. Auch wenn es da eine gute Schelle von APK gab. Er wird getradet und Saibu wird gepickt, bevor er überhaupt Schaden machen kann. Damit haben sie den A-Spot auch komplett aufgeräumt. Und Shox und Misuta, die gehen jetzt nochmal in die Apps rein. Nochmal ganz tief durch. Vielleicht können sie über einen Backstep noch ein paar mehr Frags machen. Wieder viel Economy-Schaden gegen den FaZe-Clan raushauen. Weil auch das müssen wir sagen. Das Geld bei FaZe, sofern sie in dieser Runde noch ein paar Spieler verlieren, wird weiter sehr, sehr niedrig bleiben. Die Runde, die sie eben gewonnen haben, auch nur mit einem Überlebenden. Und Vitality, ich sehe jetzt gerade nicht, dass sie daraus wirklich noch einen Retake machen könnten. Die Bombe auch so gelegt, dass man die von der CD-Base auch noch gut verteidigen kann. Ich glaube, sogar der Blick vom Connector wäre möglich, aber dafür ist es ein bisschen zu nah an der Ecke. Und Rain hier oben auf dem Kübel, er kann zwar nicht ansagen, dass sie da oben stehen. Er hätte noch eine Flash, die bringen sie aber nicht rein. Und da einer, und bei dem bleibt's, also nur noch ein weiterer Kill für Vitality. 5:0 für den FaZe Clan. Eine Runde, in der sie endlich mal ein bisschen Geld auf die hohe Kante legen können, wenn auch nicht viel, mit drei Überlebenden. Nächste Buy-Round für Vitality. Hier nochmal der Shot von Brokey gegen Saibu an den Stairs. Und Cold Zera, der eben geklatscht hat, hier zum Ende mit dem Doppelkill gegen die beiden Deagles. Da hat er die Ablenkung, die Rain dann ausgelöst hat, sehr gut ausnutzen können. So, und in dieser Runde spielt der FaZe Clan ist nochmal sehr arg kompakt, obwohl es hier nicht gegen eine Eco von Vitality geht. Rain hat da auch direkt seinen ersten Frag gegen RPK bekommen. Der wollte die Sandwich-Position da ausspielen und das Umschaltspiel sieht gar nicht schlecht aus. Allerdings die Flash gegen Saibu kam nicht an. Jetzt wissen sie, dass der in der Ticketbox steht und die zweite AWP am Connector wird von Kerrigan gepickt. Der smoke direkt mal so ab, dass über kurz keiner mit reinschauen kann. Da läuft aber auch niemand vor. Sehr guter Positionswechsel hier von Apex, der an die Default-Position kommt. Saibu wartet kurz ab, klopft sich den zweiten Spieler, der rausgeht. Cold Zera wollte gerade einen Molotov werfen. Aber da hat Apex reagiert, holt Cold Zera direkt danach Kerrigan am Jungle. Und Twist ist jetzt im Clutch. Und den kann Saibu dann einfach mitnehmen, nachdem Apex von unten schon einige Hits verteilt. Die erste Runde für Vitality in der sechsten. Eigentlich keine schlechten Openings. Oder keine schlechten Openings. Die Mehrzahl, die behalte ich einfach mal drin. Denn sie schaffen es ja früh, den Frag gegen RPK zu ziehen. Und dann auch noch Shox am Jungle zu bekommen. Was auch sehr, sehr stark war. Weil dadurch wirklich eine Split-Gefahr entstanden ist. Aber Saibu hat einen super Job gemacht. 3 Kills in dieser Runde auf sein Konto. In dieser Runde schaut er in die Mitte. Aber klar, als AWP-Spieler auf Mirage musst du auch das Risiko eingehen, mal Smoke-Shots anzusetzen. Oder hier gegen die Deagle herausgefordert zu werden. Wow, was ein zweiter Schuss von Rain. Absolutes Spektakel, dass er in der Mitte da raushaut. Dazu der nächste Deagle-Shot von Twists. Und die Runde, die zerbröselt gerade wie trockenes Baguette für die Franzosen von Team Vitality. Die Bombe ist gelegt. Das ist eine 5 gegen 2 Überzahlsituation. Und das aus einer Sparrunde heraus.
vom FaZe Clan. Und Rain, der hat die AK nicht gekauft. Der hat einfach den Spieler unten am Connector so hart aus dem Leben befördert. Ich glaube, die M4, die da gedroppt wurde, die hat sich direkt in eine AK verwandelt. Ja, Spaß beiseite. Der hat natürlich direkt die AK gehabt. Und jetzt könnten sie theoretisch sogar jagen gehen bei FaZe, ne? Wenn du in so einer, aus so einer Eco dann mit ein paar Rifles rauskommst, das ist super. Brokey geht jetzt down. Der hatte nur die Scout. Das war eine der Waffen, die man noch investieren konnte. Shox hofft, dass der Molotov lang genug liegt. Wirft nochmal eine Nate rein. Und Cold Sierra holt ihn sogar noch. Das ist eine weitere Rifle an den FaZe Clan. Der Start in diese erste Halbzeit. Der könnte gar nicht schlechter laufen für Team Vitality. Und der FaZe Clan, der bemerkt das jetzt auch, dass es ja gerade wirklich Land unter ist bei Vitality. Denn sie ziehen das erste taktische Timeout. Was könnte Vitality gegen diesen sehr A-lastigen Aufbau vom FaZe Clan machen? Was wir bis hierhin sehen, ist, dass FaZe sehr trocken reingeht in die Duelle. Das heißt, sie fighten gerne. Man sollte vorsichtig sein beim Laufweg über Ticketbox zum Connector. Vielleicht lieber zwei Spiele übers Window, über den Schacht schicken, um einen Spieler am Connector zu haben. Oder eben aggressiver gegen die Action fighten. Da gibt es ja gute Kombinationen, wie zum Beispiel die Gobsmoke, sodass dieser Blick unten erstmal erstmal denied wird für den FaZe Clan. Und dann könnte man sehr gut mit Reaggression Flashes arbeiten, um FaZe Clan bei weiterem Vorlaufen zu blocken. Wir schauen natürlich auch mal auf die Quoten von gg.bet. 1,88 zu 1,9. Ihr merkt, das ist sehr, sehr knapp. Der Hauch eines Vorteils, den die Buchmacher hier bei Team Vitality sehen. Die in dieser Runde eine aggressive Mittekontrolle spielen. Das bringt natürlich mehr Informationen. Und Apex muss sich gerade um den A-Spot kümmern. Dort gibt es aber erstmal etwas weniger Druck. Nachdem man da keinen Frag machen konnte in der Mitte, zieht man sich hier wieder zurück. Zu zweit über den Connector bedeutet, dass Misuta jetzt schnell Richtung B gehen muss. Falls es in dieser Runde ein B-Play gibt, will man da natürlich nicht alleine stehen. Und Saivu geht nochmal an die Mitte ran. Shox hält die rechte Seite für ihn, Kerrigan lurkt in der Mitte, während gerade die Granaten Richtung A-Spot fliegen. Kerrigan aber vorher schon down und APK gewinnt sein Duell gegen den B-Lurker. Jetzt wissen wir natürlich nicht, ob die Granaten an A ein Fake waren, aber da kommen weiter Granaten durchgeflogen. Apex an der Default-Position. Kriegt er da vielleicht noch eine Support-Flash? Hat, glaube ich, die Position von Brokey oben gesehen. Kleine Probleme, Frag sitzt trotzdem. Twists hier von der Seite noch mit einem Kill, aber das ist der einzige, den FaZe in dieser achten Runde bekommen konnte. Die zweite für Vitality und da könnte man jetzt philosophieren, lag das daran, dass Vitality in der Mitte Informationen hatte, dass da ein bisschen angespielt wurde, dass sie dadurch auch wussten, dass es noch Richtung A gehen konnte. Lag es überhaupt daran, dass der FaZe Clan sich wieder um die Mittekontrolle gekümmert hat, obwohl es am A-Spot eigentlich ganz gut lief? Sehr, sehr schwer zu sagen, was genau der Grund jetzt war, warum Vitality diese Runde bekommen hat. Sauberes Aiming, gutes Positioning, das sind Sachen, die auf jeden Fall dazu geführt haben. In dieser Runde, ratet mal, wo es hingeht, wieder auf den A-Spot. Sehr gute Flash da gegen Saivu, der sich sofort zurückziehen muss. APK hier mit Problemen, geht noch down. Apex, weil der Bankvolley ein bisschen zu spät kommt, kann noch einen Frag machen. Wird von Rain aber geholt. Starke Entry-Kills hier vom Norweger. Saivu an die Ticketbox ran. Geht hier vielleicht noch auf den Bank-Versuch, aber er rechnet eher damit, dass einer auf die Box geht, um über die Smoke zu schauen. Die HE reicht nicht, um Twist zu holen. Der Bombenplant ist durch. Überzahl, Afterplant, der noch größer wird, weil Rain schon den dritten Kill macht für den FaZe Clan. Saivu ist aber noch am Leben. Holt sich hier auch Rain. Starker Double von ihm. Macht ein 2 gegen 2 draus. Misuta ist jetzt mit dabei, aber die Position von Twist unterm Holz bekannt. Und Misuta, der schleicht sich da jetzt rein. Ganz leise. Hat er sich mit der Smoke jetzt verraten? Eigentlich schon. Den Spieler am Haus gesehen. Unterholz ist bekannt. Oh, aber Twist hier mit 20 AP noch 2 Frags gemacht. Das Full House für ihn und Rain zur 7. Runde für den FaZe Clan. Und Vitality hat ein glasklares A-Spot-Problem. Denn immer wenn der FaZe Clan dorthin rennt, verliert Vitality die Runde. Und trotz dieser kleinen Fehler, dass der Bank-Molotov ein bisschen zu spät kommt, der aber bewusst so gespielt war, weil man explodiert ist. Erst die Flash, dann die Smokes. Das ist ein sehr, sehr geiler Go vom FaZe Clan gewesen. Das kann man also irgendwo verkraften. Oh, Junge, Brokey. Jetzt geht's aber richtig ab. Der Blindshot gegen Apex. Das ist sogar nochmal ein Force, bei den Vitality hier spielt. Es läuft ja wirklich gar nicht für Vitality gerade. Kerrigan hier unten. Die Bombe ist übers Haus raus. APK, der ist jetzt noch bekannt. Der will direkt gegen den Spot fighten. Dodge den Molotov. Aber Twist, Junge, sein Aiming, seit er bei FaZe wieder am Start ist, geht einfach nur noch rein ins Köpfchen. Misuta
Last Man Standing mit 33 HP. Ich habe leider gar nicht mitbekommen, wo genau er den Schaden kassiert hat. Aber er hat ihn. Das ist das, was zählt. Und ich denke, er wird nichts dran ändern können hier. Mini-Window-Position. Er versucht nur noch zu saven. Das gibt mir die Zeit zu sagen, danke, Struppi. Wo ist Tim ein Besser, ne? Für deinen Sub. Willkommen bei den 99ers. 3 Monate ist er uns hier schon am Unterstützen. Vielen, vielen Dank. So, und jetzt ist die Position von Misuta bekannt. Aber das Geld bei Face sieht halt echt nicht gut aus. Will man da echt noch jagen gehen? Ich weiß ja nicht. Lieber die 3 Waffen jetzt saven. Da wird nochmal geflasht. Und Misuta rechnet auch richtig damit, dass das eventuell eine Support-Flash war. AWP nochmal down. Misuta geht zu Boden. Aber ich glaube, sie kommen nicht mehr an die AWP ran. Das wäre maximal noch mit dem richtig geilen Bunnyhop durch das Loch da möglich gewesen. Aber hat nicht ganz geklappt. Und nur Kerrigan könnte eine AWP droppen. Dann hätte er aber kein Kevlar. Deswegen wird der Face Clan in dieser Runde ohne AWP spielen. Der Laufweg von Brokey. Das hätte besser gehen können. So, und der Bann von FaZe Clan jetzt unter Kerrigan ist Vertigo. Bleibt es wahrscheinlich erstmal. Aber das komplette Map-Veto, Jubo on Twitch, war aus den rein von den Statistiken her sehr überraschend. FaZe hat anscheinend ordentlich Zeit investiert mit Kerrigan, um einen neuen Map-Pool auf die Beine zu bekommen. So, und hier, es geht mal wieder Richtung A. Gegen eine Eco ist das halt eine echt stabile Taktik. Apex hat hier einen guten Winkel, da fliegt nochmal eine Smoke rein. Er hat, glaube ich, ein bisschen sehr viel Angst, will durch die Smoke, aber Frayfrag für den wir eben angesprochen hatten. Für den neuen Ingame-Leader beim FaZe Clan. Bombe gelegt. Und hier gehen sie auch kaum Risiko. Brokey hier, 2 schöne Kills. Der Versuch von Rain zu verhindern, dass Apike an die Waffe kommt, gelingt. Und Cold Zera musste da helfen mit diesem Double. Die 9. Runde für den FaZe Clan. Und, ey, wir haben ja nicht erst vor 5 Minuten angefangen mit der Map. Was hier gerade los? Wie geil schnell ist dieses Game denn bitte? Wahnsinn. Aber auch extrem A-lastig. Das ist wie so ein Mini-Mirage, auf der es nur eine Map gibt. Und zwar den A-Spot mit der Mitte. Vom FaZe Clan Richtung B kaum was zu sehen. Bis auf diesen sehr, sehr wichtigen One-on-Three-Clutch von Cold Zera in der ersten Waffenrunde von Team Vitality. Das war so ein richtiger Game-Changer, weil die Runde hätte Vitality sehr viel Momentum geben können, rein was das Geld angeht. In dieser Runde spielen sie es sehr verteilt. Der Versuch von Rain alleine rauszukommen an B scheitert, denn dort steht Saivu alleine mit der AWP. Ein interessantes Setup, das Vitality da spielt. Aber ein Free Frag für Brokey. Sofort der Molotov. Und Kerrigan nutzt den Frag aus, kommt rein, Ninja und Default. Aber der Default-Spieler down. Ich glaube, Misuta hat dabei noch einen Headshot durch die Kiste kassiert. Er kann zwar noch einen Kill holen, aber Brokey sicher. Kerrigan fängt die Rotation ab. Und dieser Laufweg von Kerrigan nach dem Frag gegen den Jungle. Das war so stark. Und Kerrigan macht noch weiter, Junge. Es ist einfach der Honeymoon Kerrigan. Immer wenn er irgendwo neu reinkommt, explodiert sein Team erstmal. Und seht euch an hier, der Marcel TV, Marcel Twitch TV. Schaut bei ihm auf Twitch vorbei, Leute. Und der Z-Painful. Willkommen bei den 99ers. An euch beide. Vielen, vielen Dank für euren Support. Und da dürfen gerne auch ein paar mehr Ratschen rein. Ich guck dich an, Spooker TV. Du bist doch auch Sub. Warum sind da keine Ratschen für die Neuen hier? Und der Grote Hof, da sehe ich auch noch keine Ratsche. Eieieiei, der Dope, der macht's richtig. Der macht's richtig. So, ja, hab 1 bis 2 Monate kein CS mehr geschaut. Was ist denn bei FaZe passiert? Twists dazu, Kerrigan dazu, bam. Schon hast du wieder ein Team, das du wahrscheinlich an der Weltspitze sehen könntest. Aber da mit der Aussage lehne ich mich wahrscheinlich noch ein bisschen zu weit aus dem Fenster. Ja, Mirage 80%. Es gab nochmal eine taktische Pause. Ich habe gerade leider nicht aufgepasst, aber ihr könnt mir gerne nochmal bestätigen, ob die von Team Vitality war. Ich kann mir kaum vorstellen, dass der FaZe Clan gerade eine taktische Pause nimmt, wenn der Argo-Simulator so gut funktioniert. Und Leute, ey, da kommt ja noch ein Sub rein. Vielen, vielen Dank, Evian176. Willkommen bei den 99ers. Ich hoffe, die Show gefällt dir und die Ratschen, die jetzt im Chat kommen. Bitte, Leute, komm, wo sind die Ratschen für die neuen Subs? Die sind nur für dich. Ja? So, Rain. Diesmal lurkt er hier an der Action. Oh, der hat sich genau richtig weggeduckt. Saivu hat da gar nichts von ihm gesehen. APK, heute ist es mehr so ein Pappmaché-Panzer. Noch nicht so richtig im Game drin mit seinen 5 Frags. Aber der Einzige, der da positiv dasteht, ist Saivu.
So, und so möchte ich das im Chat sehen, Leute, wenn gesubbt wird. Ne? So richtig schön mal die Ratschen reinfahren lassen, so wie unsere Subs das auch immer mal. Es müssen nicht die goldenen Ratschen sein. Wenn ihr Tier 3 Subs macht, dann ist das natürlich auch geil. Aber einfach mal ein paar Ratschen für die Neuen, die uns hier unterstützen. Dann zeigt ihr auch als Community, dass ihr euch freut, dass es hier mit dem Projekt so vorangeht. So, ganz andere Runde, ne? Viel langsamer Window, Upper Connector, Smoke, sodass man ein B-Split spielen könnte. Und ich glaube, bei dem lassen sie sich auch recht wenig Zeit. Kerrigan hat das Timing der Flash das schlechter abgepasst. Diesen Split spielen sie jetzt gegen eine Eco, aber die Rotation kommt ganz gut. Das Aiming sitzt da auch, Shock zumindest mit einem Kill. Jetzt hinten von der Bank verteidigen, das könnte funktionieren, aber sie warten super ab und zerpflücken sie die Vitality-Spieler vom Fragbaum. Es sieht nach der 11. Runde für den FaZe Clan aus. Coldzera bestätigt das direkt. Es sind nur noch 2 Runden zu spielen. Vitality hat jetzt eine Buy-Round. Wenn sie die verlieren, dann müssen sie mit einem Force-Buy in der letzten Runde arbeiten, der ziemlich düster aussehen könnte. Aber gut, $3.400, da könnte es auch die ein oder andere MP9 sein. So, ja, Vitality ist wahrscheinlich, da stimme ich dir zu, Slingy, genauso schockiert, wie wir das hier sind, dass der FaZe Clan mit so einem Übertempo auf Mirage gerade drauf fährt. Apex. Da war, glaube ich, noch Adenate Damage, kam da gut rein gegen Rain. Der immer wieder alleine spielt, ne? Fällt's euch auf? Eben allein an der Rampe, immer wieder allein die B-Versuche, wo er zweimal gescheitert ist. Hier jetzt allein in der Mitte, wo er alleine dafür sorgt, dass sehr viel Druck gegen die Kurzposition kommt. Aber anscheinend nochmal der Call abzubrechen und Richtung A zu gehen. Vielleicht hat sich Kerrigan gesagt, ey, warum muss ich jetzt unbedingt B gehen? Ich gehe auf Nummer sicher. Vitality ist auf A nicht klargekommen. Das, was jetzt allerdings stören könnte, ist die Position von Shox, der sehr lange oben am Palace mit der AWP tief reinzielt an der Säule. So, noch eine Window Smoke. Die gibt Rain jetzt natürlich die Möglichkeit, sich an den Connector ranzuarbeiten. Aber ich glaube, er sollte noch ein bisschen ruhiger bleiben. Und die gehen tatsächlich in den Palace oben rein. Wenn jetzt ein bisschen Ablenkung von Coldzera Richtung B kommt, wäre das natürlich sick. Aber die kommt nicht. Da ist jetzt zwar ein Molotow an B geworfen worden, aber Shox hat so einen guten Winkel. Wenn er hier nicht verschießt, dann... Oh, der kriegt sogar die Info, dass da noch mehr kommt. Er smokt sich unten direkt ab, falls er gemollied wird. Der Spieler im Jungle geht jetzt aber down. APK steht sein Mann. Mitsuta hat es an B währenddessen erwischt. Jetzt hat APK natürlich das Problem, dass er an der Firebox kaum wegkommt. Brokey ist da unten durch. Sieht den Spieler vorne. Aber sie wissen eigentlich, dass Shox mit der AWP noch am Start ist. Dem läuft nur keiner vorne dran. Der zweite für Shox. Die Ninja-Position jetzt bestätigt. Die Rotation von Saiwu kommt zur Ticketbox. Die beiden AWPs von Vitality müssen jetzt die dritte Runde liefern. Brokey mit dem Timing. Und er schießt ihn an. Saiwu jetzt sogar low OP. Hat den Frag aber gemacht. Die Bombe wird gelegt. 4 Sekunden. Und Saiwu weiß, dass er vor muss. Sieht den Kopf und trifft ihn. Was ein Flick von Saiwu. Und die müssen sie gerade auspacken. Gegen dieses bockstarke Face-Team. Diese dritte Runde, einfach nur wirklich Champions League Counter-Strike, das wir gerade zu sehen bekommen haben. So viele geile Einzelentscheidungen. Shox mit einer Hammerrunde. APK, der super viel Zeit rausholt. Und Saiwu hier mit 13 HP und einem Wunderflick, den nicht jeder so machen würde. 11 zu 3. Geld natürlich kein Problem beim FaZe Clan. Auch wenn sie immer wieder kurz davor waren, eine Eco spielen zu müssen. Hier ein Doppel-Underground-Push. Und das ist was, was extrem viel Information geben wird. Denn der FaZe Clan baut in dieser Runde nicht Richtung B auf. Und da kommen sie jetzt komplett durch. Da schiebt man sogar zurück in den Underground, weil man diese aggressive Kurzposition hat. Ne, Entschuldigung, Connector-Position mit Saiwu. Shox komplett durch. Oh, und er wird von Brokey abgefangen. Junge, der muss ja schon im Zoom gewesen sein, als er den gemacht hat. Da hat er seine Mates auf jeden Fall gerettet. APK verhindert, dass Kerrigan dann kurz durchkommt. Und Mitsuta jetzt nochmal über den Underground. Und das checken sie nicht. Das checken sie nicht. 2 Frags für Mitsuta. Will noch auf den Molotow gehen. Das gelingt ihm aber nicht. Und Coldzera, auch eine seiner Lieblingsaufgaben, hier aus dem Haus gedroppt. Und APK verschießt. Coldzera öffnet damit komplett den A-Spot. Über die T-Base rotiert die Bombe auf dem Rücken von Twists jetzt Richtung A-Side. Und Coldzera, der den Connector gesmoked hat, geht auch in den Jungle rein. Großes Problem könnte natürlich
die Ticketbox-Position sein. Da müssen sie vorsichtig arbeiten. Vielleicht noch eine Flash verwenden, die sie nicht haben. Doch, Coldzera hätte sogar noch eine. Aber wenn er die da hinten geworfen hätte, hätte Saivu das mitbekommen. Der erste Predict-Shot von Saivu geht vorbei. Das macht er vor allem, um abzulenken für Apex, der über die T-Base backsteppt. Aber Twists geht oben in den Palace rein. Direkt wird Apex da keinen Frag bekommen. Und er geht einfach oben aufs Holz. Hat sich da verraten. Saivu, dann close mit dem Kill. Apex, der kann traden. Und wieder bleibt am Ende nur einer stehen. Es gibt eine vierte Runde für Team Vitality. Das waren vier extrem hart erkämpfte Runden für die Franzosen. Ein starker Einstand für Kerrigan beim FaZe Clan. Wir machen eine kurze Pause und sehen uns gleich wieder zurück zur Halbzeit Nummer 2. Unfassbar sick, was uns der FaZe Clan da gerade in der ersten Halbzeit auf Mirage gezeigt hat gegen Team Vitality. Mit 11:4 führen sie. Und das, obwohl sie auf der T-Seite waren, wo es manchmal nicht so einfach ist, durchzukommen auf Mirage. Insgesamt aber natürlich eine sehr ausgeglichene Map. Willkommen hier zurück zum Auftaktmatch dieser beiden Teams in Gruppe B der ESL Pro League. Mein Name ist Jacinski und wenn euch gefällt, was ich hier mache, gerne Ausrufezeichen Caster in den Chat. Natürlich nicht vergessen, auch bei den anderen Caster-Kollegen immer wieder vorbeizuschauen und immer auf dem Laufenden zu bleiben. In dieser Runde Vitality möchte das kopieren, was FaZe gemacht hat. Der Artboard wird in der Pistol Round angegriffen. Rainy hinter der Firebox. Schwierig, vor allem wenn die Flash so gut sitzt. Starke Support von Saivu, den Misuta verwandeln kann. Probleme auch für Brokey Misuta mit dem zweiten. Und da bleibt er mal kurz stehen. Erstmal wieder in sich gehen, die innere Mitte finden, bevor man das nächste Duell gegen
die CD-Base dann geht. Aber nein, man wartet nur auf die Flash, die wieder Zucker kommt. Aber Twist statt Anti-Flash. Doppelkill für ihn. Macht ein 3 gegen 3 draus. Dann sogar noch ein dritter. Noch ein vierter. Junge, Twist hier gerade im FPL-Style unterwegs. Knipst hier eine nach dem anderen weg. Und da fliegt sogar die Bombe, die Smoke auf die Bombe. Twist mit dem Pistol Ace für den FaZe Clan. Und ist das, was ist das, muss, das ist es, Leute. Das ist Vintage FaZe. Was für ein Aiming. Das ist das, was man vom FaZe Clan wirklich jahrelang vermisst hat. Das, was sie am Anfang so ausgezeichnet hat. Brutale Firepower. Und jetzt mit Kerrigan gepaart mit guten Taktiken. Vitality mit dem Bombenplant bekommt aber die Möglichkeit, hier auf Akkas zu gehen. Wir schauen auch nochmal, ob die Quoten sich verändert haben. Nein, 1,88 zu 1,9 für Vitality. Ah, bei dem Spielstand könnte man da ja vielleicht mal was setzen. Das Ganze powered by gg.bet. Vitality in dieser Runde eher B-orientiert. Haben auch ja, gleich 4 Spieler in der Mitte, aber der Molotov, der stört den Aufbau von Saivoon. Ich denke mal, dass das Timing mit dem Twist diesen Molotov geworfen hat. Kein... Oh, gibt's da eine Support-Flash? Oh, das wäre natürlich stark gewesen, wenn Brokey da einen Frag gemacht hätte. Eine Support-Flash rein, dann rumziehen, wäre wahrscheinlich sogar ein Kill gewesen. Und etwas später dann die Smoke unten an den Connector. Und die Reaktion von FaZe ist anscheinend ganz klar. Sie geben den Connector auf, sie geben die komplette Mitte auf nach diesem Frag gegen Brokey. Und pushen dafür die Action rein. Den Raum, den sie verlieren, gleichen sie mit eigener Raumkontrolle Richtung Action aus. Und die merken jetzt auch so langsam, dass hier vorne keiner aufbaut. Der B-Spot relativ offen gedeckt. Ich bin gespannt, ob sie das vielleicht auf einen Retake ausspielen. Die Bombe geht jetzt gerade zurück Richtung B-Haus. Coldzera muss den Blick nach hinten haben. Durch die offene Mitte ist auch der Backstep übers Window möglich. Und wie weit läuft Rain jetzt durch? Er geht sogar zurück in Richtung Palace. Aber Kerrigan hat da rechtzeitig die Smoke noch hingeworfen. Niemand durch, Kerrigan mit einem Schutzengel nach dem anderen, der ihm da hilft. Denn durch die Smoke kein Headshot gegen ihn. Will die Position dann doch nicht weiter ausspielen, weil er natürlich auch merkt, dass da abgewartet wird. Ah, bitter. Sei Wookie in die fadende Smoke rein. Hat er ein etwas besseres Duell, aber Twist macht einfach 3 Kills über Richtung kurz. Der Bombenplant, der geht nicht mehr durch. Misuta eine Diegel, muss die Runde jetzt regeln. Hat den Kill gemacht, kommt an die Farmers, kriegt die Bombe und kann die auch rechtzeitig legen. Nee, kann er nicht. Der Twist ist rechtzeitig da. Das sind 9 Kills in 2 Runden für Twist. Die 13. für den FaZe Clan und Vitality, die jetzt in die Eco muss. Ey, seht euch das bitte an, das ist wirklich unfassbar. Sie haben ihn gar nicht auf dem Schirm gehabt. Dass er da 3 Frags machen kann, so ultra bitter für Vitality. Und da hast du eigentlich keinen schlechten Start in die Runde mit einem Frag in der Mitte gegen Brokey. Aus dem Underground heraus. Und dass du Kerrigan dann kurz noch holst. Und auf einmal, so innerhalb von einem Augenzwinkern, nimmt dir Twist die Butter vom Brot. So, und das machen sie auch in der Mitte. Super selbstbewusst, da einfach reingezielt. Auch Rain hier schön am Tappen. Flawless diese Runde an den FaZe Clan. 14 zu 4. Vitality, sie haben diese eine Runde, um sich zurück ins Spiel zu katapultieren. Wenn die nicht funktioniert, dann könnte diese erste Map ganz, 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 ganz schnell vorbei sein. So, Vitality. Mit der AWP bei Saivu. Das ist schon mal gut zu sehen, dass sie darauf nicht verzichten müssen in dieser sehr, sehr wichtigen Runde für sie. Es gibt direkt mal den Counter-Molly ins Window. Der auch gelöscht wurde. Und Saivu mit dem Frag gegen Twist. In der Mitte hat sich Apex dran vorbeigearbeitet. Er weiß natürlich, wie die Lücke an der Smoke aussieht. Geht sogar einfach in den Connector rein. Sehr, sehr schnell gearbeitet hier von Apex, ohne dann Step zu machen. Aber wird gesehen und auch geholt. Coldzera gleicht erstmal zum 4 gegen 4 aus. Von der Raumkontrolle her hat Vitality jetzt noch nicht so viel gut machen können. Klar, sie haben die Mitte-Kontrolle. Schock steht da auch Mitte unten. Aber sie wissen natürlich nicht, ob der Spieler am Window da noch weiter arbeitet oder nicht. Das war ja Brokey. Der hat sich inzwischen am B-Spot aufgestellt. Da stehen sie zu zweit ziemlich close. Am Balkon. Coldzera. Oh, jetzt geht's. Gehen sie sogar zusammen Richtung B vor. Und das ist ein super Counterplay, wenn der B-Spot angespielt wird.
Das ist nicht der Fall. Also ein R-Retake für den Face-Clan. Jeder Frag, den Face jetzt noch setzen kann, erhöht natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass der Retake funktioniert. Aber Coldzera geht down nach seinem Kill. Das heißt, es ist eigentlich Überleben, aber Rain ist heute on fire. Wer das anscheinend vermisst, einen richtigen Ingame-Leader im Team zu haben, eine sehr gute Nate, die nochmal viel Schaden macht. Seit wo hat Brokey noch bekommen? Es ist ein 2 gegen 2. Der Molotov hinten ins Ninja rein. Sie müssen das anscheinend erstmal abwarten. Die Smoke ist fies, Junge. Da war sein Wu drauf. Da wird er noch gerettet. Ah, PK! Da hat der Panzer mal genügend Schaden auf sich ziehen können. Und dabei selbst viel Schaden verteilt. Diese so wichtige Runde für die Franzosen können sie holen. Und der FaZe-Clan war nah dran, das Game sehr früh vorzuentscheiden. Aber noch hat es nicht geklappt. So, Shox macht nochmal ein bisschen Stimmung im Team. Applaudiert nochmal für die gewonnene Runde. Aber jede Runde, die Vitality gerade holen musste, hart erkämpft. Boah, das ist so bitter, Mann. APK. Das war doch eigentlich eine gute Gelegenheit, den direkten First Frag zu setzen. Glück für Rain, dass das Aiming von APK in der Situation versagt hat. So, hier sehr viel Mitte-Fokus vom FaZe-Clan. Und auch von Vitality. Beide Teams haben drei Spieler, die sich um die Mitte kümmern. Und jeweils einzelne Spieler, die dann an den Seitenarmen der Map aufeinander aufpassen. Wirklich so eine Mirror-Taktik, die gerade gespielt wird. Aber hier jetzt gerade die Support-Flash. Hat nicht so lange gehalten, dass Brokey wieder zurückkommt. Durch die Flash vom FaZe-Clan. Der Break für Vitality. Twist übernimmt die AWP. Und er geht Richtung B. Das sieht jetzt hier gerade nach einem Read aus. Sehr viel Verantwortung, die Rain jetzt übernehmen muss an der Action. Läuft nach vorne. Der Molotov. Okay, er spielt eine starke Position auf dem Blumenkübel. Aber würde mich nicht wundern, wenn Shox das Prayfight, aber der Schatten gesehen. Und den lässt Rain nicht wegkommen. Er muss jetzt schon die Flucht nach vorne suchen. Ansonsten wird er von hinten geholt. Da erwischt es Saivu und Coldzera hatte noch einen guten Winkel. Die Bombe also down. Und Rain läuft einfach Richtung Palace. Die Bombe ist jetzt sogar offen für Zete gelegt, obwohl Vitality da keine Kontrolle hat. Der Bombenplant könnte den beiden Franzosen hier die Kräuterbutter vom Baguette nehmen. Entschuldigt, ich versuche ein paar Wortwitze. Aber sehr schöne Aktion hier gegen den Connector. Nur hat Rain seine Position mit dem Frag jetzt verraten. APK alleine gegen drei versucht die Smoke hier vorne auszuspielen, dass die Stabs gehört. Wird gesehen, der Frag gegen Rain passt, aber Coldzera vom Connector. Und da ist es passiert. Die 15. Runde für den FaZe-Clan. Auch ohne Kit geht der Defuse hier durch. Und Vitality, wie viel Geld ist jetzt vorhanden? Sehr, sehr wenig. Zwei Leute über 4.000, zwei nur über 3. Und einer, der ganz gut kaufen kann mit $5.100. Aber wie stark die einzelnen Entscheidungen bei FaZe sind, ich kann es nicht oft genug hervorheben. Das ist wirklich absolut sahnig, was uns Vitality hier präsentiert. So, er streicht die Knochenregel, das ist vorbei. Ah, es ist ein recht eindeutiges Match. Wir sehen viele Rifles, wenig Granaten bei Vitality. Tempowechsel, aber First Frag für Coldzera, der den Palace ignoriert hat. APK hat man da ein bisschen an der Rampe verheizt. Gibt's hier, ja, ein Pre-Fire-Head gegen Saivu geht raus. Kerrigan spielt die Ecke oben am Haus. Aber Brokey, Junge, der kann die AWP. Keine Frage, muss ich jetzt zurückziehen. Kerrigan dann schon mit einem Kill. Die Knochenregel scheint dir wirklich nicht zu helfen. Denn Kerrigan mit dem nächsten. Apex alleine. Und dann muss er sich zur Legende machen, damit die Runde noch funktioniert. Nimmt den ersten Spieler schon mal mit. Position hat er damit verraten. Aber da hätte er vielleicht das Risiko eingehen müssen, am Gegner vorbei in den Backstep zu gehen. Es reicht nicht hier. Brokey und Kerrigan regeln auf dem B-Spot zur 16. Runde für den FaZe-Clan. Und das Game ist super, super, super schnell vorbei. Absoluter Hammer, den uns der FaZe-Clan hier präsentiert. Kann man nicht anders sagen. Und das ist nicht nur starkes Aiming gewesen. Ja? Das ist taktisch auch meiner Meinung nach extrem stark gespielt vom FaZe-Clan. Auf der T-Seite natürlich sehr A-lastig. Vielleicht haben sie da eine kleine Schwäche von Vitality aktuell exploited, ausgenutzt. Ich weiß es nicht. Aber das, was sie auf der CT-Seite dann an individuellen Lösungen